Herzlich willkommen zu einem Video. Heute kommen wir zum Review von Dio. Ich habe euch das schon mal im Aufbau gezeigt. Und jetzt gucken wir das Ganze mal kurz fertig an. Genau, perfekt zum Set. Das Set ist ja Anfang, also es ist März 2000, nee, März oder ja, April. April ist es, ne? Ja. April 2020 rausgekommen. Geht jetzt langsam vom Markt im Sommer. Also wenn ihr das haben wollt, holt es euch. UVP vom Set war 70 Euro, also 69,99 €. Bisschen sehr teuer, mal kriegt man es momentan noch so für 57 Euro plus Versand halt, außer man kommt in irgendeinen Laden mal rein. Genau, das Set beinhaltet 519 Teile. Allein deswegen finde ich schon, es ist ein bisschen happig mit den 70 Euro. 50 hätten es getan, aber die Diskussion müssen wir gar nicht treiben. Entweder holt man das Set oder nicht. Ende. So. Ich habe genau die 70 Euro zu viel gefunden. Hab's mir leider nie im richtigen guten Set geholt. Ich hab's mir für 55 Euro geholt jetzt. War 53 Euro irgendwas. Ja, war mir zufrieden. Ich wollte die Reihe komplettieren halt von diesen Bilder Figures. Also nicht Bilder Figures, Bilder Statues oder wie soll man es nennen. Bild bei den Charakteren halt. Genau. Nächste ist ja auch schon bei mir der Baby Yoda. Kommen wir noch zu. Genau. Gibt aus der Reihe Yoda, BBA, Pork, wenn man noch den alten R2D dazu zählen will. Der neue kommt ja auch bald. Genau. Ich mag die Reihe, deswegen habe ich mir ihn geholt. An sich fand ich die Figur auch gut gemacht für ihn, aber die Terrakarte ist halt hart unnötig, aber egal, ich würde die Reihe kommentieren. Ja, gucken wir uns mal den Karton an. Ich war, also, diese Welt erinnert mich an von den Anfang von Rogue One, wo die Death Trooper da den Vater holen. Daran erinnert mich das hart. Ich habe keine Ahnung, was Dio damit zu tun hat. Der Typ, also ihn trifft man doch bei dem kleinen Männchen in der Stadt, wo Poe mit seiner alten Gang war. Da sah das Film, fand ich, habe ich nicht in Erinnerung, dass es so aussah. Naja, okay, Boxhard ist okay gelungen. Ich hätte lieber die Stadt im Hintergrund gesehen oder die Werkstatt von dem Typen. Naja, passt schon. Ja, genau. Hier sehen wir aber 10 Plus, das ist die 75278. Ja, Dio, genau. Mit Disney-Logo und der Figur. Aber das oben ist schön. Also die Box an sich ist harmonisch, also das ist okay. Aber ich hätte es anders besser gewonnen. Naja, passt schon. Seite ist halt nichts Besonderes. Oben nur die Figur 1:1. Die Seite, die ist schön gelungen, finde ich immer, wenn sie hier das haben. Das gefällt mir sehr gut. Vor allem, wenn man so einen Laden hat oder so, kann man die natürlich schön reinstellen, platzsparender. Also wenn man sie alle so stapeln muss, finde ich es halt so geiler. Und ja, unten langweilig. Rückseite sehen wir noch kurz seine Höhe, 27 cm hoch. Klingt jetzt immer viel, aber das sind auch die Antennen. Wenn man die wegrechnet, sind wir, glaube ich, nur knapp bei 20 oder so. Ja. Genau. Sehen wir noch mal seine einzige Funktion, die er hat, aber dafür schweigen sie sogar eine, glaube ich, oder so ist. Ne, das soll es darstellen. Okay, sie haben doch nicht verschwiegen. Und das ist halt nochmal in Gänze. Da kommen wir aber gleich zu. Kurz, ich hatte die Partei über unnötig auf Seite. Komm kurz zur Anleitung. So, ich kann den Weitwinkel rausgehen. So. Die Anleitung ist fast DIN A4, ist sehr groß, wenn man vergleicht. Habe ich ja letztes Video, das Modular vorgestellt. Also die Polizeistation, die Anleitung war nur irgendwie bis hier oder so, ein Ticken breiter, also sehr groß. Naja, okay. Dafür war die Anleitung beim Modular gebunden. Wir haben 4 Bauschritte, die wir bauen. Also der erste ist noch ein bisschen was, wo es vorangeht. Hier geht es noch gut voran an Teilen. Und das ist ein sehr kleiner Schritt. Da muss ich links knapp 120, ja, 130 Teile pro Bauabschnitt im Durchschnitt. Wenn man es einfach teilt. Nicht so happig. Naja. Anleitung, gar kein Problem. Innen drin ist er bunt. Aber auch nur da, ansonsten nichts bunt. Okay, im Kopf ist noch eine rote Achse. Und ich glaube hier drin, nee, selbst in dem Ding ist nichts Buntes, weil man sieht doch ein roter Stein, aber ach komm. Warum soll man sich jetzt mal darüber aufregen, wenn man es jetzt hat? Warum sollte man es tun? So. Mich stört es auch nicht, sobald man außen nichts sieht. Ich kann nur kurz zeigen hier im Kopf, über die rote Achse. Bin hier komplett falsch, hier braucht man den Kopf noch gar nicht. Hier ist er schon dran, geht nur so schnell hier. Haben wir die rote Achse. Und einen roten Stopper und einen Connector. Ja, moin, komm. Der ist voll im Kopf. Ich wollte kurz gucken, wie viele Bauschritte sind. Achso, Stickerbogen ist die Plakette mehr nicht. Genau, so.
Seit 67 sind wir fertig mit Bauabschnitt 157, also 4 bis 5 Bauteile pro Bauabschnitt. Da kann natürlich jetzt, ist natürlich geschuldet, die Zahl, es gibt jetzt Unterbauabschnitte manchmal. Naja, werden die Funktionen nochmal gezeigt, nochmal Werbung für das Spiel, was vielleicht irgendwann nächstes Jahr rauskommt. Und hier nochmal die Sets, die damals rauskamen. Ja, ich würde sagen, ich habe alle, die ich haben wollte. Habe ich euch schon gezeigt, 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 gezeigt. Mit noch dem dritten Spiel dazu habe ich euch auch ein Video gemacht. Sind mir zu teuer und interessieren mich kein bisschen. Und ich habe einen besseren alten. Naja. Ah ja, und hier ist noch ein pinker innen drin verbaut. Aber man sieht teilmäßig relativ entspannt. Ein bisschen gelb, wir haben blau, was nicht sein müsste. Rot. Es ist aber entspannt, also kein Ding. Es ist ein Innenraum. So. Keine Anleitung auch an die Seite. Kommen wir noch kurz zur Dios Mini-Figur. Kann ich euch mal kurz zeigen, wenn wir einen Fokus kriegen. Da liegt die große Bedingung. Da. Hier haben wir die Mini-Figur. Ich zeige es euch einmal rundum. Ich finde, bei der kleinen Mini-Figur ist der Kopf ein bisschen sehr groß geraten. Aber passt schon. Fokus sagt nein. Okay, so. Aber ist solide gelungen, würde ich sagen. Passt. Repräsentiert ihn ganz gut. Warum? Achso. Ja. Genau. Mini-Figur. Jetzt gebe ich jetzt kurz einen Cut, weil mein Handy-Akku leer geht. Und dann kommen wir mal kurz zum Set. Kommen wir mal kurz, kommen wir jetzt endlich mal zum Set. Ist ja der richtige von mir. Ja, jetzt noch nicht ganz im Bild. Dazu kommen wir noch. Ich mache kurz den Standfuß. Den Standfuß ist ja nicht sein Standfuß. Ich bin überverwirrt. Die Kamera hängt jetzt andersrum. Es als verspiegelt jetzt. Ja. Boah, so liest Dinge, sind halt seine Fakten. Wenn die Kamera schief stellt, könnt ihr sie auch vielleicht lesen da. Genau. Ja, ist halt gebaut wie die ganzen Ständer davon. Nichts Besonderes. Steht einfach da. Ich bräuchte ihn bei ihm jetzt persönlich nicht. Bei anderen sind sie schöner halt rein integriert. Wenn das halt so einzeln dazu steht, ich sehe auch bei Yoda, packe ich die meistens halt einfach weg. Ja, ist es zwar nett, dass es dabei ist, aber wenn es einzeln ist, finde ich, brauche ich es nicht. Ich kriege ihn nicht ganz ins Bild, wenn wir ihn ganz sehen wollen, denn er ist zu groß. Er ist einfach zu groß. So, ja, so ist er fast im Bild. Ich krieg es nicht geschissen, dass meine Kamera jetzt spiegelverkehrt für mich arbeitet. Egal. Nee, so jetzt auch nicht. Ich will ihn schon im Bild haben. So, kommen wir zu seinen Funktionen. Leider kann man das nicht drehen, aber es ist ein bisschen hart übertrieben gewesen. Also, fangen wir mal an. Hier kann man seinen Kopf drehen. Und das auch ziemlich schnell und einmal ein Kreuz. Einmal 360 Grad rum. Hier unten ist dann einmal diese älteren Differentiale verbaut, die man oben so auf die Bricks setzt und dann hast du hier unten die Stange, die durchläuft. Die sind da verbaut, das kann man einfach durchdrehen. Dann. So, wupp. Genau. Und hier unten kannst du drehen und dann bewegt man seinen Kopf hoch und runter. Einfach hier über die Stange wird das dann bewegt. Passiert quasi hier ein Stopper, dass du eh nicht zu viel nach vorne kippst, nach hinten. Also kein Stopper, aber blockieren einfach die Rohre irgendwann. Also hier die irgendwann. Genau. Kannst du ja beides gleichzeitig überlegen, kannst du irgendwelche Posis einnehmen. Aber das hält nicht so gut. Natürlich die Schieflage in Position, weil die Rohre halt dann wieder ihren Ausgangslage wollen. Ist halt Kunststoff, ne? Geht dann halt wieder zurück. Genau. Das hier ist ein Prinz, falls ihr euch gefragt habt. Da habe ich jetzt Stickerbogen gezeigt. Von daher, das ist ein Prinz. Nur das hier ist leider ein Sticker. Weil schwarz auf weiß drucken kein Lego irgendwie nicht gut. Naja, ist egal. Man holt sich das fürs Modell und nicht für den Standfuß, von daher ist es egal, wenigstens ein Modell als gedruckt. Besser als bei manchen wirklichen UCS-Sets. Hier haben wir unten, könnt ihr kaum sehen, geht mal kurz ein bisschen hoch, so einen kleinen Standfuß gebaut, so ein bisschen Wüste darstellen. Okay, passt zu dem Bild, was sie auf dem Karton hatten, aber wieder nicht zu meiner Vorstellung, wo man den Druiden findet. Passt, aber danach sind sie auf diesem Wüstenplaneten oder davor. Von daher passt das auf jeden Fall, dass der Typ ja auch da. Passt schon. Genau. Man baut hier erst diesen Innenbereich mit bauchigen Umkehrsteinen. Da legt man dann einmal hier diese Kette rum. Die wird dann unten befestigt, einfach zusammengesteckt. Also man an beiden Enden einfach einen Pin, der rauskommt, und dann steckt die dann zusammen und drückt sie dann halt unten drauf. Ganz simpel. Die gehen auch relativ gut in eine schöne Position. Sind nämlich symmetrisch, wenn man einfach drum legt. Muss da nicht so viel nachjustieren. Man kann natürlich ein bisschen was machen. Klar. Wenn es besser aussieht. Die sind natürlich aber nervig zu bauen. Das muss man sagen. Man baut da 30 Mal das gleiche oder so, legt es dann immer wieder drauf, schiebt es darauf, dann reibt dieses weiche Gummi wieder an den Dingen und muss man festhalten. Der Baustein ist mehr oder weniger nicht so schön zu bauen. Aber naja, der Rest vom Ding ist übrigens abwechslungsreich immer.
Genau. Dann geht man hier hin, setzt die Sachen dran an die Seiten. Weil man hat ja Snot, also Brackets innen drin, kommt man sich schon die Seite setzen. Passt. Und ja, aber wenn es dich interessiert, guck ins Aufbauvideo. Hier innen drin hat man dann diesen pinken Brick eingebaut, der in der Mitte zwei Achsaufnahmen und da steckt man dann halt solche Pins durch und befestigt dann hier die Sachen dran. Finde ich sehr gut gelungen. Ja, hier oben hat man es hier schön versucht, ein bisschen abzurunden durch die Steine. Finde ich, ist okay gelungen. Hier kann man es halt nicht besser lösen. Er sieht das überhaupt. Hier sind halt dann einfach die Fliesenkanten. Kann man nicht besser lösen. Ich finde schön, wie hier die Rohre rumlaufen. Die sind nur absolut kein Spaß, auf diese Kellen da anzubringen. Ich kann das sehen, hier auf die Kellen. Oder, da ist mein Finger voll im Weg. Hier auf die Kellen, kann das irgendwie sehen, da. Kein Spaß. Absolut kein Spaß. Denn die Löcher der Rohre sind einfach zu klein. Man sieht ja, wie die aufgedrückt werden. Absolut spaßbefreit. Auch ne, der blöde Punkt bei den Rohren ist, wenn der Erdstaub einmal da dran ist, die sind halt Weichgummi. Geht halt nicht wieder ab. Naja. Ist halt so. Gut. Ist ja eh ein bisschen used look, dann passt zu dem Roboter, ist ja nicht clean. Genau. Hier hinten baut man dann hier über diesen Arm einfach. Den baut man. Hat hier schon mal eine Antenne. Ist, glaube ich, ist eine Antenne, oder? Schon mal dran und diesen Kopf baut man. Hier steckt man so drauf. Dann hält er. Ist dadurch ein bisschen wackelig, aber wird hier unten halt gehalten. Also hier wird er gehalten. Passt. Diese Dinger finde ich ein bisschen wackelig, die sind halt nervig. Also, die stellt man einem hin, dann stehen sie, aber naja. Was ich ein bisschen blöd finde, ist, der Kopf und das Ding hier sind halt nicht verbunden durch. Klappert das da oben immer. Kann man nicht anders lösen, aber naja, stört mich ein bisschen. Natürlich, hier hast du eine Bremse, dass du es nicht reindrückst. Sonst könntest du es einfach reindrücken. Naja, passt. Ja, ich finde, den Kopf haben sie halt sehr gut getroffen. Unten das Ding an sich auch ziemlich gut. Hier hat es halt ein paar Macken, aber das kann man nicht besser lösen. Ich finde blöd, dass hier Noppen sind. Man hätte auch einfach hier eine 1x6 Fliese drauflegen können. Dann hätte man die Noppen sich gespart. So hat man halt hier eine 1x6 Plate draufgepackt. Weiß ich nicht warum. Stört mich ein bisschen. Genauso wie hier hätte man diese 2x2 Rundfliese draufpacken können. Dann hätte man es vielleicht ein bisschen weiter rausziehen müssen. Also, stört mich auch. Also, da hätte man auch wieder Fliese draufpacken können, genauso wie hier. Es stört mich ein bisschen, weil die Noppen hätte man sich sparen können auf dem Modell. Hier die unten, die stören mich nicht so, aber hier, die sind halt unnötig, weil hier das Ding hier oben ist komplett clean, bis auf die Noppen hier. Warum sind die da? Naja, kann man ja simpel austauschen, einfach zu Hause. Hier hätte es, glaube ich, nicht gepasst, weil die Achse zu weit rauskommt. Kann ich noch verstehen. Okay, aber hier unten hätte man sie zum Beispiel draufpacken können. Oder einfach direkt die Fliese. Nee, das hätte wieder nicht gepasst, aber. Okay. Ja, was kann ich noch zum Modell sagen? Der Bau ist völlig entspannt. Bis auf die Rohre und das ist ein bisschen nervig, aber der Bau vollkommen entspannt. Ja, genau. Kaufempfehlung spreche ich halt nicht für dieses Set aus, denn es ist zu teuer. Hat zu wenig Teile und Charakter ist halt nicht so der beliebteste, außer nicht der beliebtesten Film. Naja, aber wenn es euch gefällt, so einen guten Deal kriegt, ihr bereit seid, den Preis zu zahlen, dann holt es euch. Das Modell ist gut, vom Bau her, der Preis ist halt nur das Problem. Also, gutes Modell, viel zu hoher Preis. 50 Euro anstatt 70, dann gäbe es eine Kaufempfehlung, wenn es einen Rabatt für 40 Euro dauerhaft laufen würde. So, holt ihn euch noch, wenn ihr ihn haben wollt, sonst lasst ihn ruhig rechts liegen. Es ist kein Verlust, wenn man das Set nicht hat. Genau. Ja, ich würde sagen, baut was Schönes. Wir sehen uns aber im nächsten Video wieder, wo wir uns den Architecture Buckingham Palace angucken. Schon ein bisschen älter, aber trotzdem sehr schönes Set. Ja, ich würde sagen, baut was Schönes bis dahin. Bleibt gesund.